Hallo und herzlich willkommen zu The Last of Us Left Behind beim Beagle. Wir starten das DLC. Es wird bei manchen beschrieben als Ellies Geschichte. Ich bleibe dabei, wie ich euch das im Hauptgame gesagt habe, dass ich das für Humbug halte. Das ist rausgekattete Story aus dem Hauptgame zum DLC verarbeitet. Ist legitim, machen andere auch. War, ich meine, damals im Season Pass so oder so vorhanden. Also konnte es mir egal sein. Ich hatte nämlich den Season Pass. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer es damals einzeln war. Aber mal kleine Eckdaten. The Left Behind wurde, wie das Hauptgame natürlich, von Naughty Dog entwickelt und Sony gepublished. Ist damit ein PlayStation 5 PlayStation-exklusiver Titel, nicht PlayStation 5. Ist auf PlayStation 4 rausgekommen. Ich spiele hier die Remastered-Version, wie auch beim Hauptgame, auf der PlayStation 5, dem Controller zuliebe. Kam am 14. Februar 2014 raus. Ich weiß gar nicht, ob das Hauptgame, also es kam 2013 raus, das Hauptgame, ob das in der letzten Hälfte des Jahres rauskam oder in der ersten Hälfte. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber man kann so sagen, dass ungefähr ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr dazwischen lag. Wir werden, wie ich es jetzt gerade schon ein bisschen angekündigt habe, Ellie spielen. Wird also spannend werden. Und da ich jetzt auch gar nicht mehr so lang quatschen möchte, fangen wir doch einfach mal direkt an. Möchtest du während des Spiels Tutorial-Tipps angezeigt? Normal. Da gibt es ein paar echt fiese Ecken, sag ich mal. Ich kann mich entsinnen, dass der Endkampf relativ miese Spawnpunkte hatte. Hat Naughty Dog ja leider zum Schluss auch gehabt, dass man mitten in der Hölle war. Sind das Fireflies? Deckung! Oh. Was sind das für Typen? Gott, das tut immer noch weh. Joel! Leg den Arm um mich! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Ich werde gebissen. Ich weiß. Das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich habe dich lange nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja. 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten.
Hier, Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Ja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich habe Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Berühmte letzte Worte. Mist. Komm schon, na los! Scheiße! Unendlich! Okay, ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Das sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Kellis, pass auf ihn auf. Ich bin bald zurück. Versprochen. The Last of Us, Left Behind. Wieso bin ich verletzt? Was soll der Scheiß? Das war geschafft. Ja, okay. Wir sind in einem Supermarkt. Und wie gesagt, das hätte man wirklich locker ins Spiel einbauen können. Wir haben ja auch eine Passage mit Ellie. Sie hat eine sehr interessante Verbandstechnik. Ich möchte jetzt mal anzweifeln, dass das so funktioniert, aber um Joels Willen lassen wir es dabei. Hier unten ist nichts. Na gut. Dann gehe ich hoch. Zack, zack, zack. Ah, hier? Na gut. Sehr leer, die Gegend. Oh, Mist. Okay, ich kann es noch nicht sehen. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Hm. Ist hier überhaupt was? Vielleicht ist es gar nicht hier. Weston Apotheke. Das klingt doch gut. Das klingt in der Tat gut, Ellie. Das klingt in der Tat gut. Ich habe gar nichts. Ich habe nicht mal so eine Waffe. Das ist schlecht. Warum hat sie nichts mit? Sie hat doch von Joel eine Waffe gekriegt. Naja. R3 zum Taschenlampen bedient. Das weiß ich. Was zum Henker? Die Pillen geschluckt und die Dose da gelassen? Oh. Vor allen Dingen die ganzen Pillen? Oh, bitte! Natürlich. Einfach auf Ex die Dose gekippt oder was? Irgendwas? Irgendwas? Nichts. Mache ich auch hier immer so, ne? Dose. Auf und rein damit. Über. Ich glaube, da kommen wir noch nicht rein. Oh, komm schon. Ein Verbandskasten. Wie zum Teufel komme ich da rein? Ich finde sie aber sehr tapfer. Also, man hat ja ihre Verzweiflung gesehen. Apotheker.
Vielleicht hat er den Schlüssel. Bitte lesen. Okay. Der Apotheker ist verrückt geworden und hat mich angegriffen. Hab ihn ziemlich schwer getroffen. Er ist bewusstlos. Hab ihn im American Princess Laden nebenan eingesperrt. Kombination 35-30-31. Kreativ. Kreativ. Dann gehen wir doch mal dahin. Kommt hier schon das, was ich nicht aussprechen möchte? Wo ist denn das American Princess? Hier. 35 rechts, 30 links, 31 rechts. Funktioniert. Okay, komplett gehalten. Mist. Spuren. Ja, kann Ellie ja egal sein. Theoretisch. Also, wenn kein Infizierter da ist, kann Ellie es egal sein. Ich mache euch mal Licht. Hi. Geht. Oh Mann. Den hat's voll erwischt. Geht. Schön liegen bleiben, schön liegen bleiben. Nichts. Schlüssel. Ja, da hätte ich jetzt auch einen Schreck gekriegt. Ein Apothekerschlüssel. Den kann man lesen. Schlüssel zum Sicherheitsbereich der Apotheke. Ja. Oh, guckt euch das an. Das sieht so eklig aus. Ugh. Ich gestehe, dass ich nicht nachvollziehen kann, warum man sich eine Klickerstatue... Versuch's doch mal so. Okay, funktioniert. Ich könnte mir den Stein nehmen, aber ich krieg gleich bestimmt noch irgendwo einen Stein. Und vielleicht auch eine Waffe? Eine Waffe wäre richtig geil. Warum habe ich eigentlich keine Waffen? Warum ist das hier auf? War das gerade auch schon auf? Boah. Da muss irgendwas drin sein. Ja, ich denke, dass da die Chancen deutlich größer sind, als in einem Supermarkt, das schon 20 Jahre lang geplündert worden ist. Ich erwarte da wirklich gar nichts mehr wirklich richtig zu finden. Es sind ein paar Reste eben. Da komme ich nirgendwo lang. Ist hier ganz schön zugerichtet. Ich möchte hier lang gehen. Frag mich nicht warum, ich möchte es. So, und hier unten lang. Nagellack, ganz viel. Also, sie haben einen Haufen Lila da, Rot, Rosa. Die dürften so vertrocknet sein. Wow. 20 Jahre. Ein Medipack für mich selbst. Keine Nahtmaterial. Das hier muss reichen. Noch mehr zu lesen. Yay! Oberstabsfeldwebel Larry Caulfield ist heute Nachmittag heldenhaft gestorben. Wir flogen zurück zum QZ, als sich unser Patient verwandelte. Es müssen Spuren gewesen sein, da keiner von uns einen Biss gesehen hat. Der Patient riss sich los und fiel unserem Piloten an. STWF Sean Renton. Don't know. Verratet's mir, wenn ihr es wisst. Obwohl der Hubschrauber außer Kontrolle geriet, kämpfte Officer Caulfield gegen den infizierten Patienten und rettete unser Leben. Wir stürzten in ein Kaufhaus im ländlichen Colorado. Gefreiter Eugene Ellis, Officer Caulfield und ich waren die einzigen Überlebenden.
Nun, das kommt vor. Gar nicht mal so selten in einer Welt wie diesen. Also was das ST, also ich kann mir vor... Stabsoffizier, Feldwebel, keine Ahnung, verratet's mir, ich hab wirklich keine Ahnung. Da müsste ich doch locker drüber springen können, oder? Ja. Schnell! Hier rauf! Du warst schnell. Nicht schlecht. Danke. Na, komm jetzt. Weiter geht's. Wie hast du sie gefunden? Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und beklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihr Versteck. Zu Marlene. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, es hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir ein Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angst noch ein Weiter im Test. Hero. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. Ich hatte jetzt bewusst nichts gesagt, damit die beiden ausreden können. Erinnert Riley nicht heftigst an Marlene? Da haben sie so ein bisschen unkreativ gehandelt. Komm schon. Ich meine, die könnte eine Tochter von Marlene sein. Wir kommen gut voran. Ist sie aber nicht. Habe ich nachgeguckt. Wir kommen gut voran. Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Und mit wem hängst du so ab? Keine Ahnung. Mit niemandem so richtig. Und den anderen. Ellie? O'Reilly, es sind deine Freunde. Aber du redest mit ihnen. Oh, stimmt schon. Oh, Ellie scheint eigentlich echt schüchtern zu sein. Das ist ja so ziemlich das Letzte, was man Ellie anmerkt, dass sie schüchtern sein kann. Aber ja, auch das geht. Ich gucke mich hier so ein bisschen um. Ich glaube, dass man hier nichts finden kann. Außer sowas hier. Hast du das Licht schon gefunden? Oh, ha, ha. Oh, tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Nein. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich denke nur, dass ich keine Soldatin bin. Okay. Sei kein Schaf, wache auf. Och, Leute. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Wir schlucken das nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... Ach, lass uns lieber über was anderes reden. Okay. Ja, also... Querdenker Deluxe, ne? Don't be a sheep, wake up. Fedra sucks. Also... Die ist jetzt alles keine Story, die man nicht kennt. Alles schon mal da gewesen. Und erschreckenderweise auch recht oft mit den gleichen Worten. So, Riley hat anscheinend heftig Ahnung, wo wir hinwollen. Gut für sie. Das sind... Ich habe manchmal übrigens das Gefühl... Na gut, gleich. Aha. Also... Aha. Ja, Marlene möchte Ellie eigentlich beschützen. Ich find's witzig. Sie soll kein Firefly sein, also ist es falsch, was sie machen? Fragezeichen. Ist es ein Dinosaurier? Vielleicht. Wenn es einer ist, mag ich dich wieder. Warte es doch einfach ab. Die Passagen mit Riley sind gefühlt ein bisschen Wohlfühlpassagen.
Im Vergleich zu den anderen, wo wir... Everdream. Wo wir Verbandsmaterial suchen. Die hatte ich übrigens wieder. Die Wasserpistolen? Ach was, der aufgeblasene Arsch hat sie zurückgegeben? Natürlich nicht. Ich habe mich reingeschlichen. Riley, alles ich kannte sie schon. Und dann wurdest du gefasst. Und dann wurde ich gefasst. Ich finde es eigentlich sehr schön, dass man hier nochmal verdeutlicht, dass Ellie ein Kind ist und auch Riley ist noch ein Kind. Ich kann nicht glauben, dass Winston weg ist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Kann ich mit ihr reden? Ja, kann ich. Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Ja. Tja, wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Hm. Ich kenne keinen. Genau. Mal sehen, was noch da ist. Nicht so viel, ne? Warum hatte der wohl ein Fedora-Zelt? Man weiß es nicht. Ich denke, hier ist ein guter Zeitpunkt für einen ersten Cut. Ihr seht, wir sind mit Ellie unterwegs. Und mit Riley. Und haben auch wieder viel zu tun. Wir wollen Joel retten. Und keine Ahnung, was mit Riley machen, die jetzt ein Firefly ist. Kennt ihr das DLC? Habt ihr das schon gesehen? Wie definiert ihr das DLC? Seht ihr das als was Eigenständiges? Ich kann es einfach nicht. Es gehört mit ins Game und gut ist. Verratet mir das super gerne. Riley schaut sich da noch tapfer um in dieser leeren Kiste. Ich lasse sie das machen, während ich jetzt ein Päuschen mache. Und nächstes Mal geht es dann weiter durch den Supermarkt durch. Mal sehen, was kommt. Habt einen wunderschönen guten Tag. Haut rein!